Ja, und damit, hi Leute, ich bin der Bruga, das hier ist Prince of Persia, The Lost Crown. Ihr kennt das Franchise sicher, so dieses Third-Person-3D-Hüpf- und Kloppspiel oder Kämpfspiel. Das hier ist ganz anders, es ist nämlich ein Metroidvania, ist jetzt neu rausgekommen und ich darf schon spielen und dafür vielen lieben Dank erstmal. Es ist ein angezockt und ihr könnt euch, wenn ihr da reingeschaut habt, ein bisschen entscheiden, ob ihr es dann weiter schauen möchtet. Oder ob ich es halt überhaupt erstmal in erster Linie weiterspielen soll, ne? Also dementsprechend gerne in die Kommentare ballern eure Meinung und Likes geben, was das Zeug hält. Dann werde ich es vielleicht auch weiterspielen. Vielleicht auch nicht, weil eigentlich passt es ja gar nicht so zu meinem Kanal. Aber ich habe richtig Bock drauf und ich werde es auf jeden Fall dann für mich weiterspielen, wenn es nichts für YouTube sein sollte. So, was machen wir denn? Erkunde die Welt mit minimalen Karteninformationen, wieder diesen Modus, um die Welt eigenständig zu entdecken. Oder Kartensymbole zeigen den Standort des nächsten Ziels an. Verfügbare und blockierte Wege sind markiert. Wähle diesen Modus für einfacheres Navigieren. Nee, ich nehme natürlich das Schwerere etwas. So, was haben wir hier? Das sind die Schwierigkeitsgrade. Krieger, ausgewogenes Kampferlebnis. Standard im Spiel, anspruchsvolleres Kampferlebnis. Intensiver Schwierigkeitsgrad, der keinen Raum für Fehler im Kampf zulässt. Ich glaube, ich nehme Held, oder? Gegnerischer Schaden 1,5. Umgebungsschaden 1,5. Parade, okay, Paradenschwierigkeit, so. Normal. Atura-Schwundrate. Oder Atra, nicht Atura. Hä? Ich mach's mal benutzerdefiniert. So, gegnerische Gesundheit. So, gegnerische Schaden. Auch ein bisschen höher. Umgebungs... Oh. Ja. Paradenschwierigkeit normal. Zeitfenster zum Ausweichen normal. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir machen's mal aus. Und Atra-Zuwachs. Wie schnell deine Atra-Leiste im Kampf auffüllt. So, haben wir es customized, ist ja auch ganz nett. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem angezockt. Ich weiß noch nicht, wie lange ich es mache. Je nachdem, wie viel Freude es mir bereitet. 30 Jahre sind vergangen. Jahrzehnte ohne Regen. Die einst fruchtbaren Ebenen von Fars sind so karg wie die Salzwüste Lut. Ein paar Bogenreichweiten entfernt vom Persepolis griffen die Kushaner, blutrünstige Krieger aus dem Osten, Persien an. Persische Soldaten verteidigten das Land. Um jeden Preis. Ardashir war der Übermacht nicht gewachsen. Seine Männer fielen, einer nach dem anderen. Anahita scharte ihre restlichen Krieger um sich. Uvishkar, der General der Kushaner, war siegessicher. Aber nur, bis die Geschichte eine Wendung nahm. Die sieben Unsterblichen waren die besten Krieger im Königreich. Einer von ihnen sollte zur Legende werden. Ja, yeah, da geht's los. Die glorreichen Sieben. Vorwärts, Unsterbliche. Ah, oh, sehr nice. Anahita. Mach dir keine Sorgen, ich komme klar. Rette Persepolis, ich hab dich vor... Oh, warte mal. Ach, wir können uns den Verlauf angucken. Ich dachte, so kann ich es auf automatisch stellen. Vorbereitet. Ich muss es halt selbstständig immer weiter drücken übrigens. Ich gehe meinen verwundeten Kriegern helfen. Gehen wir, Sargon. Sargon. Er ist schon ein cooler Dude, würde ich mal sagen. Die Frisur schon. So, die Attacken. Können auch in der Luft angreifen. Oh, oh, okay. Alles klar. Er hat zwei Krummsäbel, schon mal sehr stylisch.
Ja, ich bin gespannt, Leute. Ich liebe ja Metroidvanias. Spiele da auch einige davon. Und ich mag auch den Prinz von Persia. Also generell das Franchise. Wir sind ja hier nicht der Prinz übrigens. Falls ihr es nicht gemerkt habt. Oha. Cooler Backflip. Guck mal. Hui. Alles klar. Vorsichtig. Das ist der Rashabar. Ja! Der Rashabar. Ja. Alles klar, okay. Ist sehr intuitiv, das Kämpfen. Keiner von euch wird hier lebend wegkommen. Oh, Perry. Stirb! Hey, wir hatten da ohne mich Spaß. Den finde ich recht sympathisch. Benolias hat einen Weg gebahnt. Mir nach, Sargon! Der Riese, weißt du, mit seinem Anker da. Ah, guck mal. Feuerregen! Lauf weiter, Sargon! Wir müssen diese Bogenschützen der Kushana erledigen. Überlass das mir! Alter, natürlich sind doch voll die krassen Typen einfach. Hab schon fast von Superhelden. Hui. Also bisher schon mal extrem Bock. Oh. Hallo. Hallo. Wie viel hast du gekriegt? Ich lass dir Zeit zum Aufholen. Die hauen die halt alle viel schneller weg als ich. Gefühlt. Ey, das war meiner. Okay, danke. Er kann schon extrem, also was heißt extrem viel, aber er kann halt schon einige Sachen. Ich frag mich, was da noch dazukommt später. Oh, Walljumps, sehr cool. Feier ich. Oh. Okay, blocken bringt nichts. Oha. Nee, blocken bringt nichts. Oh! Die Unsterblichen, lasst sie nicht zu General Uvishka. Man muss halt im richtigen Moment parieren und außerdem ist man dann kurz. Ja, man ist kurz bewegungsunfähig, merke ich gerade. Wenn man pariert hat. Pass auf, Sargon. Oh. Waghalsige Angriffe, gelbes Auge bieten eine Gelegenheit. Pariere mit also L2 Konter. Yeah. Oha, der nächste. Ah, die Boys, die sind ganz schön heftig, du. Also, meine Jungs, zum Glück. Ihr General kann nicht weit sein. Ich wette, irgendwie ist das der Anführer. Ich weiß nicht, warum. Lass mich das erledigen. Hier, nimm. Kannst du gebrauchen.
Aha. Ein Heiltrank. Drücke nach oben, um den Gesundheitstrank zu trinken. Yeah, sehr gut. Die wissen schon, dass ich kacke bin und habe deswegen die extra Heilung verpasst. Wow. Wishka, du kannst dich nicht verstecken. Oh, ich kann einen Kick machen. Guck mal. Alter. Das ist schon sehr geil. Den werde ich nicht schaffen, auf keinen Fall. Oder doch? Au, wie kann ich denn überhaupt ausweichen? Oh, shit. Ich mach zu früh. Ai. Krieg das mit dem Timing noch nicht so ganz hin. Ja. Fett! In die Fresse! Okay, es ist richtig geil in Szene gesetzt. Der Tod hat dich eingeholt. Der mächtige Simurgh, Beschützer Persiens, hat uns verlassen. Doch falls unsere Gegner diesen Umstand ausnutzen, werden sie sehen, dass die tapfersten Krieger des Reiches ihr Untergang sind. Vor 30 Jahren flog der göttliche Vogel Simurgh zu mir und vertraute mir die Führung unseres Volkes an. Heute möchte ich, Tomiris, Königin von Persien, eure Treue und euren Mut würdigen. Waran, du und deine Truppen habt das Königreich erneut gerettet. Khasan, Prinz von Persien. Tritt vor, Sargon. Die Kunde deiner Taten eilt dir durch das ganze Persepolis voraus. Nimm diese königliche Schärpe als Zeichen unseres Danks. Sargon, der Rashabar, der schwarze Wind, der alles hinwegfegt. Ich habe diesen Namen nicht gewählt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, er ist so ein Frischling und nicht so krass. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe nichts auf solchen Aberglauben. Das ist übrigens der Prinz of Persia. Der Wind trägt auch die Saat der kommenden Ernte. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Sargon. Danke, Prinz Khasan. Kein Grund für Förmlichkeiten. Wir sollten uns bei einem weniger offiziellen Anlass besser kennenlernen. Wie du wünschst, Khasan. Interessant, dass es Khasan ausgesprochen wird. Eine königliche Schärpe wird von Tomiris, Königin von Persien, verliehen. Die höchste Ehrenauszeichnung, die den tapfersten Kriegern vorbehalten ist.
Wie gesagt, ich find's halt voll interessant, wie das gleich in die Vollen geht hier, das Spiel. Lang lebe Haus Tomires! Yo. Wir verdanken dir diesen Sieg, Rashabar. Ich bin froh, dich auf unserer Seite zu wissen. Sieh dich vor. Dem Rashabar wird nachgesagt, Verfall und Zerstörung zu sehen. Wie gesagt, er ist schon ein cooler Typ, ne? Allein schon die Friese, weißt du? Ich glaube nicht an solche Geschichten. Ich habe gesehen, wie du gekämpft hast. Mit meinen eigenen Augen. Alleine das zählt für mich. Ich überlege halt, ob ich es im Livestream weiterspielen soll. Weil ich habe ja auch noch The Last Faith, also dieses andere, das Bloodborne-mäßige Metroidvania. Dein Name bringt Persien Hoffnung und den Feinden Furcht. Was für ein Ruf. Vielleicht. Ich wollte auch nie Prinz sein, aber das Schicksal hat gesprochen und ich beuge mich. Gibt's eigentlich noch mehr? Generalin Anahita hat dir zu kämpfen beigebracht, richtig? Ich wünschte, ich hätte diese Gelegenheit. Ohne sie wäre ich nicht bei den Unsterblichen. Es ist gut, dass sie streng zu mir war. Ah, eine strenge Erziehung. Das haben wir dann wohl gemeinsam. Ja, ich kann mir vorstellen, so ein Prinzenleben ist auch nicht gerade so toll, wie man sich's vorstellt. All diese Förmlichkeiten, das ist nicht ganz deins, oder? Nein, nicht so richtig. Deinen Kameraden geht es offenbar ebenso. Ich hau lieber Leute kaputt. Ja, ich habe es bemerkt. Jetzt frage ich mich gerade, ist eigentlich das, der Heiltrank ist der jetzt immer, also wie so ein Estus-Flakon? Und wenn ich dann irgendwo raste, ist er wieder aufgefüllt und ich kann dann irgendwie auch noch die Zahl erhöhen, die ich habe? Wird mich mal interessieren jetzt. Komm All auf. Diese Förmlichkeiten. Ja, ja, okay. Ja. Alles klar. Er ist cool. Irgendwie sind wir als einzige Unsterbliche noch hier. Die anderen vergnügen sich wahrscheinlich oben auf dem Dach. Nicht alle Krieger gehören in einen Thronsaal. Geh zu ihnen, Sargon. Ich stoße bald dazu. Aber ich oder was? Du hast jedermanns Aufmerksamkeit erregt, Sargon. Vergiss diesen Moment nicht. Danke, Vare. Oh, ja. Ich kann bestimmt später noch Doppelsprünge und was nicht alles. Aha. Also es bleibt sich halt immer treu. Es bleibt immer in der Ansicht hier. Ich bin stolz auf dich, Sargon. Uvishka ist besiegt und wir haben Persepolis gerettet. Wirklich? Es sind Tausende gestorben. Wir haben keine Vorräte. Ach. Persien hat gerade so überlebt. Die Kushaner kehren sicher zurück. Was mit den ganzen Leichen? Die kann man bestimmt alle essen. Würdest du das einen Sieg nennen? Ich war von meinem Stolz geblendet. Die Reise einer Kriegerin endet nie. Und wenn der Pfad vor einem leer ist, fragt man sich... Was ist am Ende meiner Klinge? Ich weiß. Hast du eine Antwort? Die finde ich nicht heute Nacht. Ich finde den Artstyle sehr cool, muss ich mal sagen. Vielleicht hilft was zu trinken. Du solltest dazu stoßen. Danke, aber ich muss mich anderen Dingen widmen. Du hast, was es braucht, um einer der Größten zu werden, Sargon. Ich weiß. Wart's nur ab. Und hör auf Varam. Er hält dich auf dem richtigen Weg. Ja, wie gesagt, das fällt jetzt auch so ein bisschen aus der Art. Ich spiele ja sonst eigentlich lieber jetzt Horror auf meinem Kanal. Ja, vielleicht werde ich das auf dem... Ja, Zweitkanal habe ich ja schon anderes am Laufen. Ah, es ist schwierig. Ich will es auf jeden Fall... Wow. Patsch. Lang lebe Haus Tomires! Der Typ bewegt sich keinen Millimeter. Guck mal. Patsch. Die Schilde sind bestimmt das Immovable Object. Ja, wie gesagt, ich finde es halt cool, dass man zwar 2D unterwegs ist. Oh, guck mal da oben. Ich sehe schon, was das ist. Aber gleichzeitig ist man... Oh. Ist man auch dann... Dann wechselt man einfach so die Ebene, wenn man irgendwo rauskommt zum Beispiel. Ah, da sind ja schon die ganzen... Ich sag's euch, Prinz Hassan könnte mein Sohn sein. Orod, das ist Unsinn. Er sieht dir nicht ähnlich. Er kommt bloß nach seiner Mutter. Das ist alles. Alter. Orod, du bist wirklich nicht ihr Typ. Wessen Typ? Ah, der Jüngling stößt endlich dazu. Ist das, was sie hat, nicht so ein griechischer Schild? Der Held des Tages.
Also so ein Speerschild, wo man dann den Speer durch und so also eine Phalanx bilden? Egal. Der neue Schützling der Königin. Du umgibst dich jetzt mit dem Hochadel, was? Oder gibst du deine Schwerter auf und wirst Satrap? Lacht so viel ihr wollt. Wer hat heute einen General besiegt, hm? Ermutige sie nicht, Sargon. Das heißt bloß, sie sind beeindruckt. Ja, er hat recht. Das war beeindruckend. Wenn du in Ruhe reden möchtest, bin ich nicht weit. Okay. Die sind alle so ein bisschen derber unterwegs, ich merk schon. War Waram noch bei dir? Ja, er ist noch im Thronsaal. Dann muss er dort wohl unseren Lohn entgegennehmen. Welchen Lohn? Artaban bekommt nur Schriftrollen. Ich kann dich hören, Minolias. Eine Person fehlt aber noch, die mit der Maske, oder? Wo ist Ratjen? In den Schatten, auf einem Dach kauernd, wahrscheinlich mit etwas Geheimem beschäftigt. Ja, das wird wohl Ratjen sein. Nicht so laut. Ratjen hört alles. Nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht. Was soll das heißen, nicht schlecht? Mach so weiter und vielleicht bewältigst du auch mal eine echte Herausforderung. Ach, du willst doch bloß nicht vor einem Publikum erniedrigt werden. Träum weiter, Kleiner. Geh zu Nate. Sie wartet auf dich. Nate möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Geh zu Nate. Sie wartet. Okay, okay. Wirst du dich noch an uns erinnern, wo du jetzt berühmt bist? Warum sind ja eigentlich alle größer als ich? Ich will bescheiden bleiben. Und herausfinden, was am Ende meiner Klinge ist. Oh. Anahita scheint dir den Kopf gewaschen zu haben. So ähnlich. Auf ihre Weise. Was du getan hast, ist unglaublich. Du solltest stolz auf dich sein. Wir sind es. Einer der unseren hat den General der Kushaner erledigt. Unfassbar. Ach, da ist er ja. Du bist der Stolz des Weißen Löwen. Ihr zusammengewürfelter Haufen Unsterblicher. Ihr wart immer für Großes bestimmt. Und mit Sargons Mut haben wir einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern. Wir haben die Stadt gerettet. Das Volk lebt wieder in Frieden. Das ist ja nett, aber können wir jetzt feiern? Unser übliches Stammlokal hat Essen und Trinken aufs Haus. Waram, du kommst mit uns. Darauf kannst du wetten. Waram! Ah. Prinz Hassan wurde entführt. Entführer? Sie müssen noch im Palast sein. Geh voran, Sargon. Du hast vielleicht als Letzter mit ihm gesprochen. Wir müssen Prinz Hassan finden. Ah je, es war irgendwie klar, dass sowas passiert. Nahitas Wachen? Oh. Ey. Au. Was seid ihr denn für Ninjas? Oha. Oh, crap. Yeah. Jetzt kommt hier der Super Saiyajin. Atra-Kraft, die Atra, oder das Atra ist eine heilige Energie, die in jedem Lebewesen brennt. Im Eifer des Kampfes könnt ihr die größten Krieger, ihr Atra, kontrollieren, was sein Leuchten verstärkt und außergewöhnliche Fähigkeiten einsetzt. Sargons Angriffe sammeln Atra, während es verringert wird, wenn er Schaden erleidet. Das Sammeln von Atra wird als Leiste am unteren Rand des Bildschirms dargestellt. Sobald die Leiste voll ist, wird die Atra-Kraft verfügbar. Es gibt verschiedene, die eine unterschiedliche Menge an Atra verbrauchen. Setze mit L2 und Quadrat die erste Kraft ein. Ja, mach ich doch. Ja! Alter! Sterbt alle! Yeah.
Oh, ich wollte. Okay, egal. Anahita, was hat das zu bedeuten? Ich hatte nicht vor, dich zu töten, Sargon. Misch dich nicht ein. Was? Geh mir aus dem Weg. Was zur Hölle war das? Immer noch ein Kind. Ich finde dich, Rassan. Oh, es war ein Beschwörungskreis. Das Schwertgefuchtel war nicht nur zur Schau. Oh, shitty. Ich kann so ausweichen mit R2. Ich wollte mich heilen. Scheiße. Game over. Direkt Game over. Perfekt. Anahita, was ist hier los? Sargon, wer war das? Habe ich da Anahita gesehen? Ist sie beteiligt? Ja, ich glaube, sie ist die Hauptverantwortliche. Ja, ist sie. Zweifellos. Varam, sammle deine Truppen. Ihr brecht sofort zum Berg Kaff auf und rettet Prinz Hassan. Ardashir und seine Soldaten sind unterwegs. Wir brauchen jede Hilfe. Wir enttäuschen euch nicht, Majestät. Findet ihn. Findet meinen Sohn. Ja, macht auf jeden Fall schon mal richtig Bock. Die alte Zitadelle. Anahita brachte Prinz Hassan hinter diese Tore. Ich verstehe nicht, warum Anahita so etwas tun würde. Sargon, du kennst sie am besten. Was sagst du dazu? Es ergibt keinen Sinn. Sie ist immer loyal gewesen. Sie will die Macht für sich selbst ergreifen. Naja, ich glaube eher, sie will... Sie hat ja gesagt, das ganze Volk hat gelitten und ich glaube, sie will das Leid irgendwie beenden. Keine Ahnung. Was soll das heißen? Simurgh mag verschwunden sein, aber der mächtige Gott lebte einst auf dem Berg Kaf und tut es vielleicht noch immer. Es war immer Simurgh, der künftige Könige und Königinnen ernennt. Anahita möchte wahrscheinlich den Segen Simurghs erhalten. Aber warum Prinz Hassan entführen? Sie braucht ihn. Die Tore des Simurgh-Tempels öffnen sich nur für die königliche Familie. Sie hat den Verstand verloren. So wird sie niemals Simurghs Segen erhalten. Wir wissen das nicht sicher. Schließlich könnte Simurgh geschwächt sein. Jedenfalls ist Prinz Hassan in Gefahr. Sie wird ihn töten, sobald sie ihn nicht mehr braucht. Unsterbliche, folgt mir. Helfen wir Ardashir und finden Prinz Hassan. Warte hier auf mich, Hadar.
Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. So ein hübsches Pferdchen. Es wird nicht lange dauern, ich wette, jetzt geht nämlich erst das Ganze los hier. Von wegen. Ja, aber sehr geil. Ich stelle mir das jetzt schon so... Oh, guck mal, der Staub. Seht mal, den er hinterherzieht, so ein bisschen. Ah, das sieht so schön aus, die Partikeleffekte. Auf jeden Fall, ich sag noch mal kurz meine Meinung. Ich denke mal, das sieht jetzt so aus, dass wir immer wieder so Situationen haben, wo die anderen uns beistehen werden. Wo wir auch Dialoge führen und wo sich das Ganze so ein bisschen weiterspinnt von der Handlung. Aber sehr, sehr geil bisher. Der erste Eindruck. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und, ja, ihr könnt mir, was weiß ich, vielleicht auch ein Hashtag. Schreibt einfach mal Prinz. Also P-R-I-N-C-E, wenn ihr es bis hierhin gesehen habt. Und sagt mir dann vielleicht mal die Meinung soweit. Ich werde es jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen zocken, keine Angst. Vielleicht so 2 Stündchen werde ich jetzt mal draus machen von dem angezockt. Weil jetzt geht's ja gerade erst los und es hat mich schon gecatcht. Und ich weiß, es passt halt so gar nicht zu dem, was sonst hier läuft. Also werde ich es dann im Livestream mal weitermachen auf jeden Fall, ne? Mach mal weiter. Alte Königsstraße. Oh, seht ihr? Kaf, der heiligste aller Berge. Achterbahn. Warst du schon mal hier? Nein, aber ich habe davon gelesen. Hier befand sich einst der Palast von König Darius. Religion, Medizin, Astrologie, Geometrie, Algebra. Alles Wissen wurde hier gesammelt, für jedermann zugänglich. Kaf beherbergte eine große Zitadelle des Wissens. Den Stolz von ganz Persien. Und? Was ist passiert? Wer weiß, niemand hat überlebt. Und wie es aussieht, steckt Prinz Khasan jetzt mittendrin. Wir müssen auf alles gefasst sein. Er ist so der Geheimnisvolle, ne? Wir müssen auf alles gefasst sein. Ja, ja. Aber ich find's cool, dass alle irgendwie so eine eigene Persönlichkeit haben und nicht so austauschbar sind. Nur warum braucht er eigentlich 2 Krummschwerter? Verstehe ich nicht so ganz. Was daran den Kampfstil jetzt irgendwie besser macht. Oh, in der Luft kann ich den Dash nicht machen. Also den hier. Ich wette, das kommt später alles. Habe ich da eine Karte? Aha. Charakter. Was haben wir denn hier? Kommen wir mal rein. Kais und Layla. Sargons Doppelkling. Ein Geschenk Anahitas für seinen Rang unter den Unsterblichen. Ach. Sie ist sogar unsere Mentorin oder sowas in der Art. Der Legende nach leben die Seelen 2er unglückseliger Liebenden darin. Angreifen, parieren. Guck mal, ich habe noch andere Skins. Oh. Ja, weil ich habe die Vorbestellerversion. Wir nehmen mal das hier. Sehr cool. So, und die Atra-Kräfte. Wäre Drang nach Strafe. Stürze dich mit einem durchdringenden Schlag auf einen Gegner, der seine Verteidigung durchbricht. Kann nur am Boden eingesetzt werden. Aha. Am Wack-Wack-Baum. Es ist halt alles so befremdlich, ne? So, und hier. Königliche Schärpe oder Sargons Halskette. Geschenk von Anahita. Sargon wurde von Anahita zum Krieger erzogen. Von ihr bekam er eine Halskette mit Amulett, das böse Geister abhält. Und hier. Er wird von Tomiris, Königin von Persien, verliehen. Genau. Hatten wir ja. Ach, kann ich gar nicht. Okay. Sagenobjekt habe ich keines. So, parieren, Barrierefrei, Code einlösen. Ich meine eigentlich, ich hätte die Vorbestellerversion dafür. Nee, ich kann nichts auslösen. Ich glaube, dafür gibt es so den Skin. Ich weiß es gar nicht. Egal. Auf jeden Fall nochmal danke an Ubisoft. Sehr nett, dass ich den Key bekommen habe. Oh, man kann keinen Sprintsprung machen. Ach, das ist sie wieder. Was ist das für Zauberei? Nate, ne? Sehe ich aus wie eine Seherin? Im Sturz eingefroren. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Ah, ja, das mit der Zeit war ja schon den anderen Prince of Persia so ein Ding. Hier ist nicht alles, wie es scheint. Also Vorsicht. Kein Problem. Ich habe ja Kais und Layla. Deine Schwerter? Ja, sie haben mich noch nie im Stich gelassen. Ich muss sagen, ich finde die Synchro sehr angenehm. Sehr tolle Stimmen. Sehr gut ausgewählt. Bevor wieder jemand sagt, die deutsche Synchro ist scheiße. Nein, die ist nicht scheiße. Ist vielleicht nicht dein Geschmack, aber sie ist echt gut. Das ist ja immer sowas. Leute verwechseln Geschmack mit Wertigkeit. Oder mit Qualität, besser gesagt. Aha.
Ich wünschte nur, ich hätte mal auf dem Touchpad so eine Karte, aber die kommt wahrscheinlich noch. Also falls man es noch nicht gemerkt hat, ich spiele es auf der PS5. Es gibt es auch für PC, Xbox und alles. Oh. Kernherausforderung. Was? Ubisoft Connect Level auf... Ja, alles gut. Interessiert mich jetzt noch nicht so. Habe ich da... Ah. Ich wette, ich brauche Doppelsprung und was nicht alles. Wachsam bleiben. Prinz Khazan kann nicht weit sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Klar, Menolias. Du kannst dich ja wie Ungeziefer im Schatten verstecken. Ich meine es ernst, Oroth. Hier ist eine seltsame Präsenz. Ich spüre es auch. Nur ein Weg, es rauszufinden. Dann mal los. Der kann einem nur sympathisch sein, dieser Oroth. So ein großer, grobschlächtiger, wahrscheinlich auch ein bisschen einfach gestrickter Typ. Eieiei. Wobei ich diese Ninja am interessantesten finde, die mit dem Anzug, mit dem eng geschnürten, dem langen Zopf. Waram, das ist Azad. Er gehört zu Ardashir. Stark verwest. Er ist schon lange tot. Wie kann das sein? Sie sind kurz vor uns aufgebrochen. Oh, ich weiß schon, was passiert. Die werden wiederbelebt. Wir sind nicht willkommen. Bleib wachsam. Wir finden den Prinzen und Anahita. Los, nach Osten. Ich gehe nicht mit. Du hältst mich nur auf. Such alleine. Das glaube ich ihr sogar. Oh, crap. Na? Ah. Alter, der hat mir anderthalb Dinge Schaden gemacht. Okay, ich krieg dafür diese was auch immer Kristalle. Pro kann ich da was in Punkte investieren später. Aha. Aha. Alles klar, da komme ich schon mal nicht durch. Es hat auch eine Animation, das Heilen. Es dauert also auch ein bisschen länger. Ach, guck mal, man kann das so hupfen. Das ist ja cool. Okay, mit dem Ausweichen geht noch mehr. Ich sage, die ganzen Animationen sind echt sauber. Hä? Ah. Okay, warte, ich kann bestimmt auch nach oben springen. Alles klar.
Und man kann auch die Richtung bestimmen. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Mächtiger... Was? Simurgh? Als Vogel des Wissens besitzt Simurgh den Schlüssel zu aller Wahrheit. Er ist der Wächter der Zeit und des Schicksals, der alles im Gleichgewicht hält. Seinen Federn wohnt unendliche Macht inne. Sein schützender Flug bringt Persien Frieden und Wohlstand. Wer das Glück hat, von seinem Schatten berührt zu werden, ist auf ewig vor dem Bösen geschützt. Wer ihm schaden will, wird vom Unglück verfolgt. Lass die Poeten von seinen Taten singen. Lass die Philosophen über seine Lehren meditieren. Lass die Krieger seine Weisheit erlangen. Jo, da geht's aber nicht weiter. Wie gesagt, das liebe ich halt an Metroidvanias. Du hast ganz viele Wege, aber kannst in der Regel erstmal nur einen gehen, bis du mehr Fähigkeiten hast. Das ist schon sehr cool. Bam. Au. Ah, die machen echt gut Damage, die Typen. Aber so muss auch, ne? So muss. Okay. Bye. Was ist das nochmal? Das geht auch nicht. Oh, was war das denn? Also ich gehe mal da runter. So sieht's aus. Gibt's hier schon irgendein Secret? Nee. Wäre ganz cool, wenn man direkt schon was finden kann am Anfang. Nee. Okay, vergiss es. Wir können jetzt schon den Metroid Dash, musst du überlegen. So direkt am Anfang schon. Ich liebe Metroidvanias. Wie geht's denn euch damit? Ist eins meiner Lieblingsgenre, um genau zu sein. Da, 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 da. Ich frag mich, wann ich mal an so einen Punkt komme, wo ich speichern kann. Oh! Shit. Oh, geil. Game over! Alter, wieder von hier, okay. Natürlich sind die ganzen Feinde wieder da. What the hell? Guck mal, der hat jetzt über zwei Balken Schaden gemacht damit. Ah, das bleibt wenigstens. Dann kann ich eigentlich nicht runtergucken, was da unten ist. So, ich weiß jetzt schon, ich werde auf jeden Fall mal den Damage upgraden. Weil ich mache meiner Meinung nach ein bisschen wenig Schaden. Sechs Schläge für einen normalen Gegner, das ist schon krass. Hallo?
Ja, oh. Aha. Sind das diese Wegweiser, die mir sagen, wo ich lang muss? Sieht so aus, ne? Simoks Schutz. Simok ist Gerechtigkeit und das Maß aller Dinge. Von den Ebenen von Fars bis zum Niltal mildert der schützende Schatten seines majestätischen Flugs die verschwenderische Wärme Mithras. Die Ähren von Weizen, Gerste, Walch und Einkorn reifen, ohne je zu vertrocknen. Die Ernten sind üppig und ernähren das Volk. Solange seine Schwingen den Himmel Persiens beehren, werden Zufriedenheit und Wohlstand herrschen. Oh, das ist doch der Ladescreen-Baum. Echt schön. Was machst du hier? Dieser Ort ist zu gefährlich für ein Kind. Keine Sorge, ich kenne die Zitadelle besser als sonst jemand. Ich kenne jeden Winkel. Ich gehe an Orte, die andere nicht finden. Ich habe mit jedem Wesen gesprochen und gestritten. Und ich kenne jeden Baum hier. Wie diesen? Sind die alle so? Diese Bäume sind besonders. Sie heißen Wakwak. Ah, da wo ich meine Skills ändern kann. Sie haben das reinste Atra. Stell dich unter ihre Blätter, dann geben sie dir neue Kraft. Es gibt viele Wakwak-Bäume auf dem Berg Kaf. Du sagst, du kennst dich hier aus. Wir suchen Soldaten, wie uns. Unser Prinz ist hier mit einer Generalin. Hast du so jemanden gesehen? Ein Prinz? Hier gab es lange keinen Prinzen mehr. Ich habe nur dich gesehen. Aber wenn du deinen Freund auf dem Berg Kaf verloren hast, dann brauchst du ein Auge des Wanderers. Ich könnte wetten, die Zeit läuft hier anders. Also es sind wirklich schon wahrscheinlich Jahrzehnte vergangen. Oder was weiß ich, ein paar Jahre. Deswegen sind die alle schon so verwest. Und ja, deswegen ist vielleicht schon der Prinz um einiges älter jetzt. Wer weiß. Was ist das? Es ist etwas sehr Seltenes und sehr Altes. Hier, für dich. Okay. Auge des Wanderers. Dieses magische Glasauge verleiht seinem Träger die Fähigkeit, den gesamten Berg Kaf zu überblicken. Natsu, probier es aus. Ah, ich hab's gewusst. Yes, Metroidvania, Baby. Was ist hier? Ein Stein? Eine Münze oder irgendwas? Eine Seite? 26 Steine in der Unterstadt. Okay. Alter. Guck mal, wie weit ich da runterscrollen kann. Ach, guck mal hier, da haben wir es doch. Eigene Markierung, durch wichtige Orte scrollen. Letzter Tod. Aha. Hier, dann zeige ich dir doch gleich einen Trick, um sich Orte auf dem Berg Kaf zu merken. Sie ist voll super. Erinnerungsfragmente. Ermöglicht es dir, Bilder vom Berg Kaf aufzunehmen. Aha. Auf dem Berg Kaf gibt es unzählige Wege und Schätze, die du erst mit neuen Fähigkeiten erreichen kannst. Es ist wichtig, dass du dir diese Orte einprägst. Nutze Erinnerungsfragmente, um ein Bild deiner Umgebung aufzunehmen, das automatisch auf deiner Karte gespeichert wird. Nimm regelmäßig Bilder von deiner Umgebung auf, um sie zur Karte hinzuzufügen und später auf sie zurückzugreifen. Ah, eine Erinnerung. Alles klar. Danke, junge Dame. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Ich heiße Fariba. Fara? Ich bin Sargon, Krieger der Unsterblichen. Oh, das klingt sehr beeindruckend. Also dann, Sargon, wir treffen uns sicher auf dem Berg Kaf wieder. Ich teile meine Entdeckungen mit dir, wenn ich kann. Dafür brauche ich aber Zeitkristalle. Zeitkristalle? Willkommen auf dem Berg Kaf. Ich glaube nicht, dass sie nur ein kleines Mädchen ist. Da steckt mehr hinter. Aha. So, da waren doch auch noch ein paar Wege, aber ich glaube, das... Was ist das hier eigentlich? Einseitige Blockierung. Aha. Wie gesagt, mega cool, Leute. Ich liebe Metroidvanias. Da gibt es immer so viel zu entdecken und Sachen, die man machen kann. Komm ich da ran? Ne, ist zu hoch. Alles gut. Mal sehen, was ich noch für Fähigkeiten kriege. Oi. Alter. Sag mal. Ein Teil der Lebensenergie kriege ich ja durch so einen Kill zurück, aber...
Ja, nicht immer, wie es aussieht. Okay, Fallen gibt's auch. Nice. Aha. Kannst du nicht irgendwas... Oh! Ist er nicht irgendwann mal durchschlagen? Oh, diese Schildtypen, die sind jetzt schon furchtbar. Was ist denn hier? Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Nee. Aha. Irgendwas ist hier noch. Ich frage mich gerade, wie ich diese Schildtypen denn besser besiegen kann. Die sind echt gemein mit dem Ablocken. Es klappt runter, ne? Ja. Easy. Okay, ach, oben ging es weiter. Okay. Ah, so macht Sinn. Was ist das denn? Alter. Oh. Okay. Krass. Also irgendjemand hat hier ganz schön mit der Zeit rumgespielt. Was ist da? Nicht erkundeter Weg. Okay. Da gibt's wohl noch mehr. So spawnende Gegner. Ja, schade, dass man aus dem Sprinten raus nicht weiter springen kann. Das wäre voll praktisch. Ist das eine Waage? Nee. Ja, wie soll ich denn da hoch? Achso. Hier weiter? Hat er mich von hier? Nee, hier habe ich bestimmt nicht gerufen. Aber ich finde es cool, dass die Gegner nur wieder auftauchen, wenn man stirbt. Bringt den Prinzen zum Simoktor. Okay, also die sind doch nicht gealtert. Anahita! Wehe, wenn du ihm wehtust! Wenn du Prinz Hassan zurück willst, dann hol ihn! Was ist los mit ihr, Harriet Potter? Ich meine, wenn sie so vertraut sind, warum sagt sie es uns nicht einfach? Anahita war hier. Sie bringt Hassan zum Simoktor. Dann hat Artaban vielleicht recht, dass sie den Thron will. Und das Ding über uns? Was ist das? Ich bin nicht sicher. Aber um zu Hassan und Anahita zu kommen, müssen wir es zerstören. Aus der Entfernung? Das schafft keiner von uns beiden. Der Bogentyp mit A. Vielleicht kann Menolias helfen. Oder Menolias. Varam schickte ihn nach Osten, um den Wald zu untersuchen. Ich suche nach ihm.
Ich suche Alternativen. Die können alle so hoch springen. Das ist gemein. Sie könnte locker da rankommen übrigens, wenn sie so hoch springen kann. Oh, ich wette, ich krieg nachher einen Bogen. Was auch sonst. Was ist das denn hier? Alles kaputt hauen. Okay. Ein Aufzug. Nice. Oberstadt. Das ist schon sehr geil gemacht, ja. Der Bergkaff. Aber ich muss wohl unten lang dabei, die Markierung. Oberstadt Westen. Ich kann leider nicht durch die Dinger durchhauen. Oh, geil. Ich kann ja doch nach unten gucken. Sehr gut. Ja, komm, ich geh mal zurück. Ich gehe erstmal den Weg, den ich gehen soll, sonst ist Quatsch. Komme ich eh nicht weiter. Aber man verliert ja offensichtlich ein paar von diesen Kristallen, wenn man stirbt. Finde ich auch ein bisschen... Die Zuflucht. Problematisch. Aber hier geht es ja wahrscheinlich nur zu den Bäumen, oder? Alter, was ist das schon wieder? Oha. Was führt dich her, Reisende? Die Oma ist so geil. Meine Kameraden und ich verfolgen eine Verräterin. Dann sind du und die anderen ebenfalls gefangen. Der Bergkaff hatte schon viele Besucher. Ich kenne ihre Stimme. Viele davon hat der Fluch der Zeit ereilt. Ihr kennt sie auch. Sieh dich vor, Krieger. Tod und Verderben lauern in der Zitadelle. Der Tod ist mir nicht fremd. Selbst die entschlossensten Krieger mussten sich wappnen. Nimm dies. Seine besonderen Eigenschaften werden dir helfen. Ach, ich kenne sie aus, wie heißt es nochmal? Ihr wisst schon, mit Aloy. Ach ja, ne? Bedenke aber, dass sie kostbar sind. Und du kannst sie nur an einem Wack-Wack-Baum wechseln. Und die Frau spricht die Echsen bei Elder Scrolls spielen. Das wird sehr hilfreich sein. Aha. Ein Amulett. Segen erhöht deine maximale Gesundheit ein wenig. Die zusätzliche Gesundheit kann nur beim Wack-Wack-Bäumen regeneriert werden. Rüste deine Amulette bei einem Wack-Wack-Baum aus. Alles klar. Kann ich bei ihr was kaufen vielleicht? Willkommen. Ein Soma-Baumblütenblatt. Ein Blatt der... Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe nicht genug. Der mythischen Blume der Unsterblichkeit vom Soma-Baum. Amulettfassung erhöht deine maximale Anzahl an Amuletten plus 1. Xerxes, alte Währung. Ach, der olle Xerxes. Verringert den Schaden, den erlittenen Schaden durch Gift ein wenig. Oh, ich kaufe mir gleich mal die Fassung. Oh. Ah, sehr gut. Amulette kannst du nur an einem Wack-Wack-Baum ausrüsten. Wohlstandsvogel. Hör ein spezielles Geräusch, wenn du dich einer Schatztruhe oder einem verborgenen Gegenstand nähe hast. Ach ja, das Auge des Wanderers. Nice. 1 von 4. Okay. Ja, aber Hauptsache, ich habe es jetzt schon mal gekauft. Alles gut. So, Amulette. Hä? Warum wird das gar nicht unten irgendwie... Okay, egal. Ah, die Lebensenergie ist nur temporär. Das sieht man an der Farbe wahrscheinlich. Oh, ich habe einen Vogel. Ach, der... Ah, der... Ja, ich habe voll den Vogel. Nee, der kommt jetzt also mit und macht das Geräusch, ja? Sehr cool.
Sehr, sehr cool. Okay, hier geht's wieder nicht durch. Ah, das ist mein Kumpel. Artaban. Genau der. Sargon. Varam sah Anahitas Wachen nach Westen gehen und folgt ihnen. Was mich angeht, ich kann nicht weiter. Die Zeit fließt hier anders. Mein Verstand spielt mir Streiche. Ich kann Wahrheit nicht von Einbildung unterscheiden. Artaban, danke für deine Ehrlichkeit. Heißt das, du ziehst dich zurück? Noch gebe ich nicht auf. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug dienen. Sollte Anahita wirklich ihre Loyalität geändert haben, dann fehlt dir jetzt wohl ein Trainingspartner. Prüfung? Okay, Schleuderangriffe. Ach, dafür kriege ich auch noch Belohnungen. Ah, nice. Er ist so mein Trainings-Sparringspartner, oder was? Wärmen wir uns mit den Grundlagen auf. Wieder die Grundlagen? Übung macht keinen Meister. Meisterliche Übung macht den Meister. Geh in Position. Zeig mir verkettete Bodenangriffe. Ja. Dafür gibt's Kristalle? Denk dran, der nächste Angriff kann die Richtung wechseln. Da du den Gegner mit dem letzten Angriff wegschleuderst, endet die Kette damit. Auf kurze Distanz ist der Schwertfeger gut gegen kleine Gegner. Danach sind auch Kettenangriffe möglich. Okay. War gut. Vielleicht hilft es auch gegen die Schildtypen. Ein Gegner in der Luft kann nicht zurückschlagen, bis er wieder landet. Nutze das aus. Perfekt gegen flinke Gegner. Denk dran, mit jedem Angriff bewegst du dich vorwärts. Wenn du auf Distanz bleiben willst, kannst du mit Schwertfegern deine Position beibehalten. Okay. Das ist zwar nicht dein Stil, aber manchmal könnten solche Vorsichtsmaßnahmen geboten sein. Pff, Vorsichtsmaßnahmen? Was für Vorsichtsmaßnahmen? Hm. Genau das meine ich. Er ist echt besonnen, der Typ, ne? Was haben wir denn eigentlich? Eieiei. Attackkraft? Weißt du noch, was ich darüber sagte, Gegner in die Luft zu schlagen? Ein Gegner in der Luft kann nicht zurückschlagen, bis er wieder landet. Es bleibt ja doch etwas hängen. Üben wir Angriffe nach oben. Damit kannst du Ziele über dir treffen, aber auch Gegner vom Boden in die Luft schlagen. Sei gewarnt. Ein zweiter identischer Angriff nach oben in Folge ist weniger effektiv. Angriffe nach oben lassen sich auch in Angriffsketten am Boden einsetzen. Du musst nur in Reichweite sein. Mit unablässigen Angriffen kannst du die Oberhand behalten. Vergiss nicht, Rashabar. Ein steter Tropfen hüllt den Stein. Jetzt das Vorwärtsrutschen. Eine Eröffnung, die dir einen Angriffsvorteil verschafft. Ah, das hier. Sehr cool. Hm, schön nah rankommen. Das gefällt mir. Nun kombinieren wir alles. Jage den Gegner nach deinem Angriff nach oben in der Luft. Voll gut, dass man am Anfang schon so viele Sachen kann. Variiere deine Angriffe nach oben. Derselbe zweimal in Folge besitzt weniger Schlagkraft.
Verstanden. Ja, okay. Ich mach die jetzt mal alle durch, Leute. Das dauert ja nicht lange. Ich krieg Punkte dafür. Alles gut. Jetzt zu deiner Spezialität. Akrobatische Techniken. Bereit für die nächste Lektion? Ich bin allzeit bereit. Kombinationen in der Luft kennst du schon. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten. Erreiche den fliegenden Gegner. Ach so, ja. Was? War doch richtig. Das war einfach. Danach kannst du keine Angriffe verketten. Aber in manchen Situationen kann es nützlich sein. Du kannst auch auf Gegner direkt unter dir zielen. Achte auf deine Position. Das ist mal eine neue Art des Hochschleuderns. Mit Luftkombinationen kannst du den Gegner noch höher schlagen, anstatt ihn von dir wegzuschleudern. Oh. War gut. Eine wertvolle Technik. So kannst du Zeit sparen oder Gegner auf Gefahren in der Umgebung werfen. Falls es dir sinnvoll erscheint, kannst du sie auch auf den Boden schleudern, wenn du möchtest. Ja, ich dachte mir schon. Wenn ich danach auf den Boden zurase, kann ich im Fluss bleiben, bevor sie wieder aufstehen. Darüber weißt du mehr als ich. Ich bin aus dem Alter raus, in dem man Purzelbäume schlägt. Sehr witzig. Ich sag doch, er ist so der Youngster, ne? Aufgeladene Angriffe. Gefährlicher für den Anwärter, aber extrem mächtig. Sargon. Was sagten unsere Vorfahren noch gleich über Atra? Atra durchströmt das Universum und alles Lebendige. So wie Waffen ein Fortsatz unserer Körper sind, ist das Atra ein Fortsatz unseres Willens. Genau. Du hörst mir also zu. Du kannst das Atra kanalisieren, in deinen Klingen ansammeln, bis sie von Energie durchtränkt sind. Atra-verstärkte Angriffe haben viele Vorteile. Sie können zerstörerisch sein und sogar deinen Fokus erhöhen. Aha. Sehr schön. Ich sehe dein Atra fließen. Du hast die Lehren unserer Vorfahren verinnerlicht. Das ist mir voll unangenehm, dass du meine Atra fließen siehst. Du hast große Fortschritte gemacht. Aber ein wahrer Meister lernt niemals aus. So, fokussiere dein Atra jetzt während einer Bodenkombination. Genau zwischen zwei Aktionen? Ich versuch's. Oh. Das ist geil gegen Schildträger. Sehr effektiv gegen gegnerische Abwehrmaßnahmen. Sie gehen entweder kaputt oder werden zumindest geschwächt. Bringst du das auch in der Luft fertig? Nein. Ich habe eine Technik geübt, die Ziele von oben zermalmt. Ich zeig's dir. Das sind starke Angriffe und sie schlagen den Gegner zurück, um die Kombination zu beenden. Mit dem richtigen Training kannst du die ewige Flamme des Atra kanalisieren und beherrschen. Ja, nice. Das sind noch ein paar. Ach komm. Gegnerreaktion.
Es ist ja auch für mich, dass ich besser kämpfen lerne. Kein Kampfstil ist der stärkste von allen. Die besten Kämpfer sind anpassungsfähig. Du musst die Stärken deiner Gegner kennen, um sie zu bezwingen. Riesengroße Gegner zum Beispiel reagieren anders auf Angriffe nach oben. Versuch es jetzt mal. Oha. Na. Er reagiert gar nicht so wirklich. Sie zurück, aber sie sind zu schwer, um sie in die Luft zu befördern. Manche Gegner sind durch ihre Statur oder Magie sogar resistent gegen die Rückstoßkraft deiner Schläge. Sei dann besonders vorsichtig, da sie während deiner Kombinationen Gegenangriffe starten können. Na? Mach doch! Schlimmer kann's nicht mehr werden, oder? Meine Angriffe zeigen überhaupt keine Wirkung. Kein Anzeichen von Schmerz heißt nicht, dass sie nicht verletzt wurden. Und verlass dich lieber nicht drauf. Die Zitadelle birgt viele Geheimnisse. Wir sind noch nicht über den Berg. Aha. Eine Sache noch. Manche Gegner können sich erholen, während du mitten in einer Kombination steckst. Manche parieren deinen nächsten Schlag und beenden deine Angriffskette. Schau es dir selbst an. Das gefällt mir aber nicht, dass die Schläge parieren können. Ich sehe immer mehr Vorteile darin, meine Gegner so oft wie möglich in die Luft zu befördern. Aber du weißt, das ist manchmal unmöglich. Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung. Okay. Verteidigungsoption. Ein Krieger, der sich ohne Defensivkenntnisse ins Gefecht stürzt, kann Kämpfe gewinnen, aber niemals Kriege. Das höre ich von dir nicht zum ersten Mal. Ziele in deinen Kämpfen darauf ab, den Gegner zu behaken, ohne dass du jemals selbst getroffen wirst. Durch Ausweichen, nach vorne und hinten, kommst du unversehrt an gegnerischen Angriffen vorbei. Hops. Hops, ja. So. Beim letzten Schlag einer Bodenkombination ist ein Ausweichen nicht möglich. Das ist der Preis für seine Kraft. Mit einem Sprung kannst du deine Kombination vorzeitig beenden. In der Luft kannst du per Rückwärtssalto ausweichen. Ja. Ey. Wie er mich trifft. Guck mal, wie er mich trifft, die Sau. Sollte ich jetzt nicht hier den Tutorial-Ausweicher machen? Ein Sprung beim Verketten von Angriffen kann auch offensiv genutzt werden. Alter. Parieren ist das beste Mittel gegen einen Frontalangriff und wendet das Blatt zu deinen Gunsten. So, so. Nicht alle Angriffe können pariert werden. Wirst du von beiden Seiten attackiert, solltest du fliehen. Nicht nur wir können parieren und ausweichen, Sargon. Rechne mit Gegnern, die es ebenfalls beherrschen. So, drei noch. Erweiterte Bewegungen. Du weißt ja schon, dass dich der kurze Gleichgewichtsverlust nach einem Schlag besonders anfällig macht. Wenn du erfolgreich ausweichst, hast du deshalb einen Vorteil. Starte genau dann einen Gegenangriff. Aha.
Hallo. Das geht nicht. Ja. Ich muss... Ja, verzögert. Okay, verstehe. Das wird mein neues Hobby. Verzögert geht, aber es ist extrem fribbelig. Angriffe von hinten sind ebenfalls vorteilhaft. Besonders, wenn du den Gegner bereits angegriffen hast. Aha. Vorsicht bei schnellen Gegnern. Sie könnten sich umdrehen und deinen Versuch vereiteln. Außer ich bin schneller als sie. Per Tritt aus dem Sprint heraus schleuderst du den Gegner in den Hintergrund. Und kündige mich lautstark an. Oh, das war's nicht. Ja, der ist cool. Mit einem Sprint kannst du dich nähern. Ein Angriff nach oben ist trotzdem möglich. Sehr gut. Parieren. Artaban, ich möchte meine Paraden perfektionieren. Kannst du mir helfen? Die Kunst des Parierens erfordert perfektes Timing und Frontalangriffe. Aha. Sei bereit zu parieren. Du hast vielleicht schon gemerkt, dass du auch Projektile zurückschicken kannst. Ja. Ah, Mist. Der braucht aber auch so lang. Bleib stets wachsam. Noch einmal, nicht alle Projektile können pariert werden. Manche Aktionen eröffnen dir bessere Gelegenheiten zum Gegenangriff. Erkenne sie und verfehle nicht. Ja. Okay, das ist halt ein sehr kleines Zeitfenster mit dem Parieren hier. Aber wenn man Abstand hat, geht's super. Von deinen Rashaba-Kontern erholen sich nur wenige Gegner. Ich habe sie Sturzwind-Konter getauft. Soll mir recht sein. Das ist klar. Ich wünschte, ich könnte alles parieren. Du weißt, das ist selbst mir unmöglich. Zum Glück sind deine Sinne scharf. Du erkennst im Vorhinein, ob du einen Angriff parieren kannst. Ja, rot geht nicht, ne? Oh. Geht das heute etwa den ganzen Tag so? Jeder Fehlschlag birgt eine Lektion. Ist dir der Effekt dieses Treffers aufgefallen? Das ist der Preis, den du zahlst, wenn du eine Parade verfehlst. Solche Treffer sind besonders gefährlich und sie senken auch deine Atra-Konzentration. Nee, hab ich ausgestellt. Mein Kiefer tut jetzt schon weh. So, Atra-Kraft. Die anderen, dafür brauche ich wahrscheinlich die Skills. Atra, die ewige Flamme. Die mit der kosmischen Tapisserie verflochtene Bindungsenergie. Es ist die Flamme, die nimmt und gibt. Eine Tapisserie. Die den Kern der Existenz verkörpert. Ich muss meine Wand noch tapisserieren. Seine Präsenz und sein Segen durchziehen den ganzen Kosmos. Wenn du den Rhythmus des Atra-Flusses erkennst, fallen die Übungen und das Heilen leichter. Wer seine Führung sucht, dem gewährt das Atra Stabilität und Langlebigkeit. Sargon, dein Atra brennt mit jeder erfolgreichen Technik heller und kann auf einmal entfesselt werden. Die Atra-Kraft, die habe ich schon genutzt. Geh in Position und kanalisiere sie.
Ja, ja. Wirst du jedoch getroffen, endet dein Fokus und dein Atra verflüchtigt sich. Riskante Reaktionen wie Paraden und aufgeladene Angriffe sind sogar noch effektiver. Versuche, diesen Gegner zu parieren und möglichst schnell Atra aufzubauen. Na? Na komm! Denk daran, dass Ausweichen sicherer ist, aber kein Atra aufbaut. Pariere so oft wie möglich. Wie kein Atra? Sprechen wir über die Atra-Kraft. Durch ihre Ausweichaspekte eignet sie sich ideal für Gegenangriffe. Sie kann die Abwehr durchbrechen und Angriffe aufhalten, die eigentlich, naja, unaufhaltsam sind. Ja! Jeder Krieger ist stolz darauf, seine ultimative Technik zu entwickeln. Aber du kannst auch von ihnen lernen. Vergiss nicht, dass das Atra die Seele entzündet. Anmutig und im endlosen Wandel. Das Nutzen und Aufladen seiner Macht ist nur ein möglicher Ausdruck seiner vielseitigen Natur. Alles klar. Gute Arbeit. Du beherrschst jetzt alle Grundlagen. Komm jederzeit vorbei, wenn du trainieren möchtest. Wenn du etwas Neues lernst, können wir gemeinsam herausfinden, wie du es einsetzt. Nimm erst einmal das hier. Sehr cool. Die Jaius-Welle. Lasse eine mächtige, ausufernde Welle von Atra los, die deine Gegner zurückdrängt. Das Ende der Aktion kann abgebrochen werden. Kann am Boden und in der Luft eingesetzt werden. Rüste deine Atra-Kräfte bei einem Wack-Wack-Baum aus. Aha. 25 Sekunden. Sehr cool. Mit Dreieck mache ich das. Ja, jetzt muss ich mir ganz kurz noch ein paar Punkte verdienen. Waren hier noch Gegner? Nee, warte mal. Ah! 500 brauche ich. Nee. Unterstadt. Under City. Ja! Sehr gut, ich habe 500. Ja, Vögelchen, ich weiß. Ich hab's gehört. Komm gleich wieder. Willkommen. So, Verbesserungen. Ah, erhöht die Wirksamkeit einer deiner Tränke ein wenig zusätzlicher Heiltrank. Und das hier, wahrscheinlich, wenn ich davon 4 hab, kriege ich mehr Lebensenergie oder was? Ich hol mir erstmal mehr Tränke. So, danke. Yeah. Wichtig. Wichtig, wichtig, popichtig. Alles cool, Leute. Ist jetzt der Typ wieder da, weil ich am Baum war, oder? Nee. Was ist denn, Vögelchen? Wow. Ach da, ich sehe schon. Ja. Okay, es könnte wenigstens direkt in meine Taschen fallen. Oh, das geht da. Warte mal.
Also der Vogel macht immer noch Alarm hier. Ah. Aber wenn ich vielleicht von weit genug oben runterspringe. Nee, das geht nicht. Schade. Oha. Oh! Alter, was ist denn hier los? Also wenn sich das mal nicht lohnt. Na? Oh! Okay. Well. Oh. Okay, aber richtig nice. Ah, jetzt bin ich... Okay, ich hab verstanden. Der Vogel hat schon wieder was. Einer von Adashirs Männern. Sargon, wie... Ich dachte, der kommt jetzt... Du lebst? So viel Zeit ist vergangen. Ja, 2 Stunden vielleicht. Was? Ihr seid doch erst gestern Nacht angekommen. Eine Nacht, die sich über 30 Jahre erstreckt. Das ist scheiße. 30 Jahre? Dieser Ort ist ein Gefängnis. Es gibt kein Entkommen. Du musst fliehen. Wo sind deine Kameraden? Verschollen in der Zitadelle. Gefangen in der Zeit. Endlose Gefangenschaft raubte ihnen den Verstand. Mir geht es bald ähnlich. Es gibt keinen Ausweg. Nur der Tod kann uns befreien. Mein Abzeichen. Nimm es. Meine Kameraden werden dir ihre geben, wenn die Zeit kommt, sie zu befreien. Oh, eine neue Nebenquest, der verlorene Krieger. Adashirs Männer waren den Unsterblichen nur wenige Minuten voraus, wurden aber in den Zeitrissen des Bergs Kaff gefangen. Für sie vergingen Tage, Monate und Jahre. Sie wurden langsam verrückt. Das ist kein Leben für die Soldaten von Persepolis. Befreie Adashirs Soldaten von dem Fluch. 8 Stück. Da kriege ich 8 Münzen und Kristalle. Ah, ein Geistergefäß. Gefäß mit klarem goldenen Sand. Jedes Gefäß enthüllt ein Stück Schicksal. Ah, Insignie von Persepolis. Noyan war Adashirs rechte Hand, ein guter Taktiker und ein angesehener Stratege, aber er mied das Schlachtfeld, wann immer es möglich war. Eieiei. Armer Kerl. Ich wollte nicht so enden, hier 30 Jahre gefangen werden. Kannst halt nichts machen. Kein Spaß. Okay, das löst das Wasser aus. Aber es trifft auf keins der Mühlräder hier. Ich glaube, hier komme ich noch nicht weiter. Hallo? Oder doch? Ah. Warte mal. Das machen wir mal nach oben. So.
So, so, und jetzt? Bite! Alter! Okay, Alter, ist der riesig. Oh! Schlitz dich auf! Tiger Uppercut! Oh shit. Alter! Geil! Oh. Tat mir schon leid irgendwie. Habe ich so eine Blume? Warte mal. Ah, warte mal. Das ist so eins dieser Dinger. Ein Soma-Baum-Blütenblatt. Sammle 4 Soma-Baum-Blütenblätter, um die maximale Gesundheit zu erhöhen, wie ich dachte. Ja, das sind quasi Herzteile. Ist mein Amulett jetzt futsch oder was? Ach hier, Insigne von Persepolis. Noyan war Adashis rechte Hand, genau. Hier, das Amulett. Achso, das muss wieder aus. Das muss wieder aufgeladen werden am Baum, oder was? Verstehe. Bling. Speichere deinen Fortschritt. Was ist das hier? Schnellreise. Ah, ich habe doch schon Schnellreise. Ich gehe nochmal kurz gucken, was da hinten noch ist. Ach, da kann ich gar nicht. Was ist denn los, Vögelchen? Hey, komm, ich geh erstmal da unten weiter. Ich dachte, jetzt pfeift da ein Liedchen. Vater, wo bin ich? Hey, oha. Warte. Vater, was ist denn mit mir? Halt, wer bist du? Er ist einfach verschwunden. Es macht auf jeden Fall schon richtig Bock, Leute, ich sag euch. Richtig Bock. Julianischer Wald. Nein. Oha. Ey. Ja, sterb. Du Pisser. Bye. Ich will unbedingt einen Luftdash haben, ne? Wie gut wäre das, einen Luftdash zu haben? Ey. Alter! Halten aber was aus, die Schweine. Aber noch einer, ne? Ja, das sieht so geil aus. Ich sollte mal eher auf die Gegner achten und das parieren, als immer drauf und ruff und ruff. Drauf und ruff. Aha. Sehr gut. Ein Bäumchen. Hallo, hallo.
ist das erste Mal, dass du einen Wakwak-Baum siehst? Camille. Ich habe solche Bäume auf meiner Reise gesehen. Aber du bist der Erste, der spricht. Nein, nein. Ich bin kein Wakwak-Baum. Ich lebe darin. Bei der Zitadelle gibt es viele Wakwak-Bäume. Ihre Äste sind eine Zuflucht für uns. Und auch eine große Hilfe für Reisende wie dich. Ja, ich habe es bemerkt. Diese Bäume waren schon immer hier. Seit Anbeginn des Lebens an sich. Ihre Wurzeln gehen tief, genährt vom urzeitlichen Atra, das in allen Dingen nachhallt. Doch jetzt leidet der Wald. Hier, nimm das. Sorry. Du wirst es brauchen. Ich bin irgendwie auf den Knopf. Atra-Kraft freigeschaltet. Barmans Odem. Erzeuge eine Explosion und eine Heilungszone, die allmählich Gesundheit wiederherstellt. Gegner in der Nähe werden zurückgestoßen. Kann nur am Boden eingesetzt werden. Das ist eine Atra-Kraft der Stufe 2. Aha. Halte. Ja, L2. Dreieck? Habe ich doch schon. Um Barms Odem einzusetzen, wird eine Leistung Stufe 2 erreicht. Hä? Achso, ich kann mich nur entscheiden zwischen dem und dem. 15 Sekunden. Wie sieht das denn aus? Ich finde das cool, wie es so ranzoomt und dann... Ja, ist einfach geil. Okay, nehme ich. Nehme ich. Achso, und diese vier Dinger, das sind insgesamt die Bonusleben, die wir zurück... Oder die wir insgesamt dazu kriegen können, nehme ich mal an. Sei vorsichtig, Sargon. Die Leute verlaufen sich im Wald. Ja, ist gut. Bleib etwas. Nimm Zuflucht bei uns. Danke für die Warnung, aber ich komme zurecht. Der ganze Wald stirbt. Die eine im Wald zehrt und zehrt an ihm. Ist das nicht der Fluch, der den Wald tötet? Der Fluch hat Raum und Zeit zerrüttet. Durch einen Riss gelangte die hindurch, die alles verzehrt. Verstehe. Eine unerwünschte Kreatur kam her, um die Not des Berges Kaf auszunutzen. Es ist dasselbe mit den Feinden von Persepolis. Das schaffe ich. Du bist sehr tapfer. Ja. Yeah. So, wo ist denn die Schnellreise hier? Wow. Aha. Aha. Ich wollte schon sagen, diese Stacheln sehen irgendwie fies aus. Hier kreuzen sich drei Schicksale. Na? Au. Arschgeige. Ich hasse diese Typen, ey. Jetzt schon. Ach, die Musik ist toll. Super toll. Okay, ich kann da nichts machen. Ah! Ja. Dass ich hier keine Schnellreise kriege an dem Baum, wundert mich so ein bisschen. Nicht, dass ich das hätte aktivieren müssen und jetzt nicht mehr da ran kann. Das wäre extrem blöd. Was ist das denn? Wow. Oh, schon wieder. Alter. Fliegende Gegner habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, ne? Thank you.
Ja. Tötet halt auch direkt, finde ich voll geil. Oh, was ist das denn? Was hast du da gefunden, kleiner Vogel? Stoßzahn von Erlik, spitz und lang mit Resten von getrocknetem Blut. Muss ich da gleich mal gucken hier bei Sage. Oha. Oha, es gibt einige Sagenobjekte. Wie gesagt, die könnten sie mir doch gleich in die Taschen werfen. Das fand ich voll nett. Die Kristalle. Muss hier nicht erst immer aufsammeln. Aha. Halten jetzt auch so lange, wie ich drauf bin? Nein, natürlich nicht. Was das auch war, es ist ein grausiges Schicksal. Die Rüstung wirkt alt und lediert. Alter. Au. Oh. Oh, was? Trophäe, besiege einen verlorenen Krieger. Ach, das sind die Typen. Kroso war immer sehr angetan von Bijan und beauftragte Mortesa sogar, ein Gedicht über ihn zu schreiben. Kroso war der Erste, der sich zur Rekrutierung meldete, als er sah, dass sich Bijan Adashirs Männern angeschlossen hatte. Okay. Das sind so, ja, so eine Mini-Bosse, ne? Sehr, sehr cool. Okay. Alter. Ja. Die sind aber auch krass schnell, die Typen, ne? Also bei denen soll ich diesen Schlag nicht machen, der ihnen so die Füße weghaut. Hol ich mir die Sau nochmal. Boah, das ist krass. Es geht weg und dann wächst es super schnell wieder nach. Au. Okay, die kann man gut nach oben schlagen, offensichtlich. Ich meine, was bringt das jetzt eigentlich, wenn ich sehe, dass ich da gestorben bin? Ich kann es mir eh nicht mehr holen, die Leiche. Hier komme ich nicht hoch, ne? Ne. So, was haben wir hier? Sag mal, wie tief geht das denn noch? Versunkener Hafen. Also ich glaube, hier habe ich eindeutig noch nichts zu suchen, aber ich gucke mal, ob es hier eine Schnellreise gibt irgendwo vielleicht. Das wäre ja ganz nice.
Wo denn, Vögelchen? Ja, wo denn? Sag mir. Sag mir doch mal, wo denn? Du machst wieder nur Geräusche. Hübscher Vogel. Oh. Yes. Erinnerungsfragmente. Oh. Oh. Ich hab Erinnerungsfragmente. Okay, eben hat mein Pad vibriert. Ganz doll. Ja. Ich kann hier nichts machen. So. Mal einfach mal eine Vision dazu, was soll's. Wie gesagt, ich verstehe halt nicht, was daran so besonders ist, dass ich das in der Schatztruhe finde. Kleine Sau. Jetzt hier. Oh, was ist das denn wieder? Ein Wildschwein. Alter. Oh, cool. Mein Skill nicht benutzen. Okay, der hat noch Cooldown, ich sehe es gerade. So sieht's aus. Was? Level aufgestiegen? Wolfsbraut wandelte einen kleinen Teil des erlittenen Schadens in Atra um. Rüstete deine Amulette am Backverkorn aus. Genau. Okay. Das war jetzt nicht sehr schwer, der Boss, aber gut. Muss ja auch nicht. Recht einfaches Moveset. Da oben kann ich nicht weiter. Es geht ja Schlag auf Schlag hier mit den Sequenzen. Finde ich geil. Komme ich jetzt meinen Bogen? Menolias Bogen. Wie kann das sein? Nicht, dass er jetzt draufgegangen ist. Menolias Bogen, die bevorzugte Waffe von Menolias, dem mythischen Bogenschützen der Unsterblichen. Mit 3 kann ich einen Pfeil feuern, mit L zielen. Hä? Okay. Hä, wie jetzt? Ach so. Oh nein. Ich muss, während ich schieße, ich muss vorher schon schießen. So. Ich kann nicht anvisieren, ich muss dann einfach so in die Richtung drücken, die ich schießen will jetzt. Quasi. Sehr gut.
Ah, nee, siehst du, das sind doch nur die Amulett-Slots, nicht meine Leben, die ich mehr habe. So, geh ich erstmal da oben lang. Ich wette, ich hätte die Schnellreise aktivieren müssen. Das ärgert mich jetzt gerade. Oha. Guck mal, diese dummen Vögel machen fast einen Punkt Schaden. Einen ganzen Lebenspunkt. Vögelchen hört wieder was. Warum kann ich doch nicht durch? Noch ein Fragment. Die Umarmung des Atra. Atra, die ewige Essenz, die bindende Macht, die das Gewebe des Kosmos flechtet, beherrscht uns alle. Es ist die Flamme, die brennt und gleichzeitig unverbrannt ist. Es ist die Essenz der Existenz selbst. Ihre Präsenz und ihr Segen erstrecken sich über die gesamte Schöpfung. Das heißt, das Leben sei nur eine Verschmelzung von Atra. Ein sterbliches Wesen, das gedeiht und mit sich im Reinen ist, verkörpert eine dynamische und hochharmonische Vereinigung der verschiedenen Aspekte des Atra, die unsere Essenz ausmachen. Es umfasst sowohl die greifbare als auch die nicht greifbare Welt, ob materiell oder ätherisch, es durchdringt alle Arten von Wesen. Atra brennt stets in unserem Geist und tanzt in endloser Metamorphose, während es von einem Aspekt zum nächsten übergeht. Es schwillt weder an, noch nimmt es ab. Vielmehr unterzieht es sich ständigen Transformationen zu seinen zahllosen Manifestationen. Indem wir die Kadenz des Atra-Flusses erkennen, ermöglichen sich uns Übungen und Therapien, die denen, die danach streben, Stabilität und langes Leben gewähren. Ja. Klingt gut, aber warum kann ich das... Ich meine, haben die irgendwelche... irgendeinen Sinn, diese Sammelsachen? Im Endeffekt kriege ich da was von? Ja, cool. Wo bist du jetzt hin? Alter. Hallo. Ihr seid doch Kacke. Jetzt kann ich weiter. Ey. Ich euch damit jetzt killt oder was? Ja, sieht so aus. Alter. Aber wenigstens ist er zu mir gekommen, um zu sterben. Immerhin. Ja, da. Oh nein. Hui? Das war knapp. Ich weiß nicht, was diese Stacheln für einen Schaden machen. Ja, ich würde das gerne jetzt mal eben schnell an den Baum hier zurück mit dem Schnellreiseding. Aber mal eben schnell wird das nicht gehen. Das war knapp. Also die sind nach oben schlagen ganz easy. Komm.
glaube, es war auch so gedacht, dass ich... Nee, hier komme ich doch nicht zurück. Crap. Aber die Musik wird immer wunderschön einfach. Ah. Komme ich jetzt gerade nicht hoch. Da versteckt sich da was im Gras. Baum. Ah, da ist hier da jemand. Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Ein Bäumchen. Ja, jetzt ist hier Ende erstmal. Vielleicht soll ich ja erstmal hier rüber gehen. Alter. Komm, schieß doch nochmal. Sei mutig. Na? Hast du noch mehr? Sehr gut. Dachte ich mir. Ey, zwei Schaden machen die Arschgeigen, ne? Zwei Schaden. Aha. Suchst du deinen Bogen, Kumpel? Menolias, du lebst. Und das erstaunt dich irgendwie? Ich fand deinen Bogen. Hm. Verschiedene Möglichkeiten, die sich alle gleichzeitig entfalten. Das ist besorgniserregend, aber wenigstens ist mein Bogen in guten Händen. Multiverse, Multikaff oder was? Anahita bringt Rassan auf die Spitze der Zitadelle. Das wundert Sargon gar nicht. Genau. Zum Simurgh-Tor. Bevor ich's vergesse, mein Bogen hat einen weiteren Zweck. Sieh ihn dir mal genauer an. Zahnseide. Wir sehen uns oben. Was soll ein Bogen noch für einen Zweck? Okay. Chakram, eine Fernkampfwaffe, die zu Saga zurückkehrt, wenn sie geworfen wurde. Aha. Nice. Alter. Das ist ja mal fetzig, du. Wie geil ist das denn bitte? Es kommt immer mehr Kram dazu. Das blauer Damaszenerbarren. Seltenes Metall mit blauer Färbung wird als Verbesserungsmaterial verwendet. Eine uralte Technik, die in einigen Schmieden noch immer angewandt wird. Geil. Leute, wisst ihr, was ich meine mit geil? Mit Metroidvania? Geil, geil, geil. Ich bin total hin und weg gerade. Das ist so gut und es wird immer besser. Ey. Hallo. Oh, shit.
Oh, das macht bestimmt Peng hier. Oh! Du, Penner! Ja! Stirb! Da kommt ja schon ein Speer da durchfuchtet. Du ekelhafter. Oh, was haben wir hier? Wertgegenstand. Amulettfassung! Yay! Jetzt habe ich 5. Alter. Ja, lass mich doch mal meinen schweren Schlag machen hier. Ich komm da nicht durch. Du kleine Pissflitsche. So. Also komme ich wieder zum Baum mit der Schnellreise zurück. Hallo. Das Zeug ist weg. Oh, ne, 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 ne. Dich habe ich jetzt gerade keinen Bock. So, Leute, das war es aber auch schon für die Unzock-Session. Es ist 2 Stunden. Ich würde sagen, das reicht. Ich kann ja auch jetzt ab und zu mal so ein Part bringen von 2 Stunden immer und dann. Ich hab Bock drauf, ne? Also, ich hab. Kinder! Wie gesagt, schreibt mir gerne mit Hashtag Prinz, P-R-I-N-C-E in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Und ja, dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Vielleicht war es dann jetzt auch das und ich spiele es für mich weiter auf dem Steam Deck. Mal gucken. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und jetzt hört ihr noch was von den Leuten, die mich monatlich finanziell auf dem Kanal unterstützen. Ich danke euch sehr dafür und wir sehen uns wieder zu was anderem oder zu dem hier. Ich bin der Bruga. Tschüss.